Gut, liebe Mobilisten, Campingfreunde und Technikfreaks. Also, ihr habt mitgekriegt, ich habe heute den Ladebooster verbaut. Jetzt geht's an die Super B. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, die Super B zu vertraten, beziehungsweise den Sleep-Schalter und auch dann die Funktion, dass das über die App funktioniert. Also dann steuerbar ist das Ganze. Und dazu muss ich jetzt erstmal die Deckel abschrauben. Wie das geht, zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. So, das sind die Deckel hier von der Super B. Jede Super B hat vier Schrauben und darunter verbirgt sich dann alles. Das heißt, die Schrauben machen jetzt erstmal die Dinger ab, schraube jetzt mal die Deckel ab und hier an dem da wird es ein bisschen schwieriger, aber gut, das kriegen wir auch geregelt, das kriegen wir auch gebacken. Und dann, was soll ich euch sagen? Dann werde ich mir das Kabel anschließen für den Sleep-Schalter, beziehungsweise ich werde dann auch den Taster dann versuchen, da irgendwo anzubringen. Und wo ich ihn anbringe? Das seht ihr dann auch. Bis später. So, die Super B ist jetzt auch verdrahtet. Das Ding sieht also so eine Super B, wie das so Super B aussieht. Habt wahrscheinlich die wenigsten gesehen von oben, ne? Okay, so sieht so ein Ding aus. Und das sind drei Stecker. Der kleine und der mittlere, die werden angeschlossen. Hier klein und mittel. Ja, und der bleibt halt solo. Das ist auf beiden Seiten das Gleiche. Also von daher. So, was ihr jetzt auf keinen Fall machen solltet, ist, das wieder zu verschrauben. Bitte, tut's nicht. Denn wenn ihr mal wirklich in die Situation kommt, um die neu zu starten, dann müsst ihr diesen roten Pin, diesen Schalter S1, heißt der, glaube ich, müsst ihr drücken, damit die sich wieder weckt. Ja, normalerweise ist es so, dass wenn ihr die Batterie schlafen legt, muss das Fahrzeug komplett spannungsfrei sein. Das heißt, ihr müsst eure Trummer, wenn ihr diese iNet-Funktion habt, also dieses Display da oben dran habt, stromlos machen. Eure Satellitenanlage stromlos machen. Euer Radio, wenn es über die Wohnraumbatterie läuft, stromlos machen. Und aber auch den EBL abschalten. Und dann könnt ihr erst die Batterie schlafen legen. Solltet ihr das nicht machen, vergessen oder was auch immer, kann es passieren. Muss nicht, kann passieren, dass die Batterie sich nicht weckt, ja, wenn ihr an Landstrom geht, wenn ihr an irgendwelchen anderen Krams geht, Solar reinkommt oder wenn ihr den Motor startet, ne, dann müsst ihr nämlich diesen Schalter wieder drücken und dann wär's verdammt blöde, wenn ihr das Ding wieder verschraubt habt. Und also jetzt von daher einfach nur Deckel drauflegen, das reicht. Am besten ist sogar gar kein Deckel drauflegen, aber ist doof, weil dann verstaubt die Elektronik so, und ob das der so gut tut, ich wage es mal zu bezweifeln. Gut, von daher, ich lege den Deckel drauf, verschraube ihn aber nicht und dann ist alles gut. Gut, das war's zum Thema Verdrahten oder Sleep-Schalter einbauen. Ach nee, Quatsch, nein, ihr wollt ja mit Sicherheit noch wissen, wo ich den Taster nachher verbaue. Das werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Und wie ich ihn verbaut habe, zeige ich euch auch noch. Okay? Bis dann, bis zum nächsten bis zum nächsten Sehen, sage ich mal. Bis später. So, ich habe ja gesagt, ich erzähle euch in einem anderen Video, warum wir heute in Tag 2 sind. Das ist das Video halt von dem Schalter, von dem Sleep-Schalter. Ich habe den auch verbaut. Der eine Schalter hat eine Macke gehabt, bei dem funktionierte das nicht. Und beim anderen Schalter den haben wir dann heute Morgen verbaut. Wir hatten noch einen Ersatzschalter oder einen Taster, die nennen sich ja Taster, da gehabt. Und den haben wir heute Morgen dann gewechselt und siehe da, es funktioniert. Ich habe gestern über die App den schlafen gelegt, den einen Akku, und habe gedacht, naja komm, jetzt kannst du ihn ja wieder wecken, ne, weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Und Flöte pfeifen, es ging nicht, ich konnte ihn nicht wecken. Was natürlich ganz, ganz dumm war. Und dann habe ich mit Guido Kontakt aufgenommen, also GNS Reisemobiltechnik. Und
der hat mir dann auch nochmal erklärt, dass das durchaus sein kann. Ich müsste ihn nur ans Ladegerät hängen und es kann eine Stunde dauern und dann würde die wieder, dann würde die wiederkommen. Bin also heute Morgen hierher gefahren, sie hat immer noch geschlafen, das faule Lude. Na ja, gut, was ich halt nicht gemacht habe, was ich auch schon in dem ein oder anderen Video erklärt habe, ich trottel, muss mal ganz klar so sagen, ich habe die Verbraucher nicht abgeklemmt. Ja, ich habe im Video erklärt gehabt, im vorgehenden Video mal erklärt gehabt, dass man die Verbraucher abklemmen muss. Was mache ich, Trottel? Ja, ich lege sie schlafen und die Verbraucher sind noch dran. Also Verbraucher sind natürlich solche Sachen wie Radio, wie auch der EBL unten, ne, den ganzen Krams und Satellitenschüssel und so weiter und so weiter. Tja, dumm gelaufen. Wenn das bei euch mal passiert und sie lässt sich nicht wecken, dann müsst ihr eins machen, Sitz raus oder nach vor, also ausbauen den Sitz, nach vorne schieben und dann müsst ihr den Minuspol abklemmen. So habe ich es gemacht, ich habe den Minuspol abgeklemmt und habe dann über diesen S1 den Akku wieder zum Leben erweckt. Ja, genau. Deshalb Tag 2. So, und jetzt haben wir 11 Uhr. Wir sind jetzt also jetzt seit um 9 Uhr hier. Noch hier ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Ich hatte unten noch vergessen, dann die Kabel noch ein bisschen schön zu machen, da unten. Das habe ich jetzt auch noch gemacht, das ganze Zeugs. Also, Fazit, das mit dem Schlafenlegen, das funktioniert. Aber ihr müsst wirklich sehen, dass ihr alle Verbraucher abgeschaltet habt. Alle Verbraucher, Sicherung gezogen habt und so weiter. Sonst habt ihr ein Problem. So ist es jetzt momentan jetzt bei mir gewesen. Kann sein, dass sich das beim nächsten Mal wieder ändert. Ich weiß es nicht. So. Ja. Wo ich den Sleep-Schalter verbaut habe, das kann ich euch auch noch zeigen schnell. Das habe ich ja gestern nicht mehr gemacht, weil ich war gestern ehrlich gesagt genervt. Und das wollte ich euch nicht antun. Ja, von daher. Aber ich denke mal, das ist auch verständlich irgendwo. Ich zeige euch auf jeden Fall, wo ich den Sleep-Schalter jetzt noch verbaut habe. So, gehen wir mal runter. Könnt ihr da unten sehen, den roten Taster? Ja, da habe ich ihn verbaut, den Sleep-Schalter. Da sitzt er auch, glaube ich, ganz gut. Jetzt drehen wir die Kamera wieder. So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt mir beide Daumen nach oben. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn mein Kanal ist Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan und ich sage Ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüsseli.